Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und heute zeige ich euch, wie ihr so einen wunderschönen Springbrunnen hier bauen könnt. Der sieht so aus. Und ich habe ihn zwar jetzt als Sandstein gebaut, aber ihr könnt natürlich auch hier so Körperblöcke nehmen oder Steinziegel. Ich habe einfach jetzt hier Fenster genommen, weil es einfach passt. Hier sieht so aus und den bauen wir jetzt einfach mal. Zuallererst haben wir jetzt mal hier 5 Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5. Dann setzen wir 2 quer. So. Und dann jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2, 3, 5. 1, 2. Oder so. Oder? Dann muss ich 1, 2, 3. Der muss weg hier. Oder? 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ach so. Uff. Ja. 1, 2, 3. Also. Etwas. Und jetzt müssen wir hier in die Mitte gehen. Die wir hier. Und dann ziehen wir hier so ein Holz entlang. Und daraus setzen wir mal kurz ein Wort. Der ist genommen. So. Dann können wir hier einen Block dran setzen. Und dann wir einen Block. Und hier kriegen wir jetzt hier einen Stone Slabs einmal. Gut. Dann kommen wir in die Ecken jetzt hier. Chiselet, Sandstone. Wir können jetzt hier diesen Stein hier nehmen. Los. Oder jetzt zum Beispiel der hier. Oder keine Ahnung, egal was ihr wollt. Ich nehme jetzt aber mal das hier, weil es schöner aussieht. Dann kommt kurz eine Treppe hier oben drauf. Auch finden. Ich orientiere mich mal an diesen Springbrunnen. Ich auf Pause machen und könnte jetzt aber jetzt einmal abbauen, danke irgendwie. Nachbauen. Hier wieder einen Strang ansetzen. Und dann kommt jetzt hier ein Glowstone hin. Kommt jetzt hier so ein Trapdoors. Kommen wir mal hier so dran. Und da auch mit hier in der Slab. Das sieht so aus. Das ist ja nur noch hier in der Mitte. Ein Packet hin dran zu setzen. Schon hätten wir den schönen Ringbrunnen. Wir können das jetzt auch hier ein bisschen ausfüllen. Ein bisschen gucken, wie es hier auf dem Liebsten haben wollt. Wenn es lieber flach haben wollt. Ja. Das wäre eigentlich, Springbrunnen. Der sieht dann so aus. Wer andere Ideen hat, dann könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr andere Ideen habt. Oder mit welchen Blöcken ihr das gemacht habt, könnt ihr mal gerne schreiben. Und dann könnt ihr euch jetzt eingefallen, jetzt könnt ihr euch ein paar Klaus dran ansetzen. Ecken hier so. In der Nacht. In Heller. Und. Ja, das wäre der Springbrunnen in Minecraft. Könnt ihr mal gerne nachbauen, wenn ihr das möchtet. Und ja, wie gesagt, wenn ihr andere Ideen habt, dafür und dann könnt ihr dem gerne in die Kommentare schreiben. Dann wäre es gewesen von diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Und tschüss.